Herzlich willkommen zu meinem kleinen Chorus-Guide im Grabmal des Sagaras. Wir sind hier im Normal-Mode unterwegs, unser First-Kill auch. Chorus ärgert uns mit einem paar kleinen Fähigkeiten. Hier zur ersten, das wäre der zerschmetternde Stern, da wird ein Spieler anvisiert. Dieser Spieler muss hinter die Höllenstacheln, um den Schaden zu minimieren. Die Höllenstacheln selber entstehen hier aus diesen bruchhaften Fußbodenstücken. Und immer wieder unter Spielern. Zusätzlich ärgert er uns noch mit krachender Komet, komme ich dann noch dazu im Werden des. Und ebenfalls werden unsere Tanks mit sowas ähnlichem belegt, das nennt sich brennende Rüstung. Dieses muss auch einzeln nach außen getragen werden, da diese Void, oder besser die Range, die diese Rüstung hat, jeden Spieler mit Schaden belegt. Wir zünden HT hier gleich zum Anfang. Unsere Milis stehen hinterm Boss, unsere ADD ist etwas weiter hinten, um die Höllenstacheln ordentlich abzulegen. Hier sehen wir wieder die krachende Komet mit der grünen Beutung rum. Die Spieler müssen nach außen weg, um den krachenden Komet außen abzulegen. Hat die Bewandtnis, jeder krachende Komet, der neben einem Höllenstachel landet, zerstört diesen. Hier nochmal der zerschmetternde Stern, der Spieler geht hinter die Höllenstacheln und erleidet dadurch nicht so viel Schaden. Der Boss selber hat noch eine Debuff-Leiste, die nach oben tickt. Wenn diese bei 100 angekommen ist, ärgert er uns mit Brennen. Brennen ist eine riesengroße Fähigkeit, die wir verhindern können, indem wir hinter die Höllenstacheln laufen. Jetzt ist er bei 90, 94, 96, bei 100. Ja, jetzt geht's eigentlich alle hinter die Stacheln. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, bin hier durchgekommen, habe dadurch das Brennen volle Kanne abgekriegt. Wie ihr seht, bei dem Brennen zerstört er auch die Höllenstacheln, aber es brauchen ja zum Glück immer wieder neue, die wir dann vermitteln können. Ja, wir laufen hier noch ein bisschen ziellos rum, wie gesagt, das ist unser First Kill. Daher wussten wir noch nicht so richtig, was wir machen sollen und müssen. Hier neue Höllenstacheln direkt neben mir, krachende Komet links, rechts. Die Leute tragen die schon raus. Hier sieht man, wie der eine krachende Komet direkt auf der Höllenstarre landet und die Höllenstarre tötet oder was er kaputt macht. Das ist natürlich für den Raid selber total unpraktisch. Hier wieder schön haben wir einen Haufen Höllenstarren da. Krachende Komet hier müssen nach außen getragen werden. Bam, dass unsere Höllenstarren schön bleiben. Hier haben wir es wieder einer nicht hingekriegt. Ja, zusätzlich hatten wir irgendwie hier noch einen DBM-Bug. Warum auch immer, die krachenden Kometen sind schon immer eingeschlagen und DBM hat trotzdem noch weiter runtergezählt. Kein Plan, war ein bisschen verwirrend. Aber das ist ja nicht so schlimm, wir haben sie ja schon. Zusätzlich hier wieder Höllenstacheln, die Kometen. Stellt euch auch mit den Kometen nie unbedingt an andere Spieler ran, weil da wo er einschlägt, hat er eine Range und macht auch Schaden an den Leuten. Ja, hier ist gerade mal noch einer da. Da hinten ist der Stern wieder, der zerschmetternde Stern-Spieler. Hat es in dem Moment nie geschafft, weil der krachende Komet seine Höllenstarren vorher kaputt gemacht hat. Dadurch hat er den Stern komplett abgekriegt und ist gestorben, leider. Ja. Hier wieder Haufen krachende Kometen und Stacheln einfach übergehen, dass sie einen treffen, wenn die sinnlos Schaden machen beim Spawn. Dann kommen wir wieder bei 100, brennen, geht sofort los. Der Boss dreht sich rum, wirkt sein Brennen. Wir stehen hier jetzt diesmal richtig. Schaden wird schön minimiert durch die Helmstacheln. Und wir können weitermachen. Hier entstehen wieder schön Höllenstacheln, dadurch, dass wir mittlerweile recht weit auseinander stehen, weil wir halt mitten im Kampf sind und keiner mehr so richtig steht, sind die natürlich recht weit auseinander, ist auch sehr kontraproduktiv. Hier haben wir unseren schmetternden Stern wieder gesehen, der einfach mal durch keine Höllenstachel geflogen ist. Hat natürlich den Spieler auch instant gekillt. Ja, gut. Nun wünsche ich euch noch viel Spaß beim Rest des Fights. Wie gesagt, das ist unser First Kill, also wundert euch nicht, dass wir hier ein bisschen ziellos und wahllos ab und zu durch die Gegend rennen und das nicht unbedingt nach Taktik aussieht. Wir haben ihn gekillt, also ich denke, jede ordentliche Gruppe schafft das genauso wie wir im First Kill. Wirklich schwer ist er nicht, wenn die einzelnen Boss-Taktiken gemacht werden. Hier hat unser Tank diese schmetternde Rüstung gerade noch gehabt.
ist durch die komplette Gruppe gerannt, hat natürlich die Gruppe ein bisschen Schaden gekriegt, aber es war zum Glück gegen Hyper. Conditions.